Hallo und herzlich willkommen, ich bin Mac Allister, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute wieder eine kleine Geschichte aus dem Dutch Oven und zwar werden wir so einen schönen All-in-One-Pot machen, nämlich Currywurst-Geschnetzeltes, also fernab von der klassischen Currywurst, einfach mal ein anderes Rezept mit geiler Currywurst-Soße. Wie das klappt, wie das funktioniert, seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Das sind die Zutaten, die wir heute brauchen. Wir haben ja heute 4 Kalbsschnitzel. Wir brauchen Curry, Zwiebeln, Knoblauch, mein Dutch Mahal Gewürz, dann mein Chili Gonzales. Wir haben Amarena Kirschen. Wir brauchen eine Cola, passierte Tomaten, eine Wustersoße und hier hinten haben wir noch Spirelli Nudeln bzw. Fusilli. Das Rezept hierzu sowie die genauen Mengenangaben findet ihr alles unten in der Videobeschreibung, ebenso wie alle verwendeten Produkte. Und dann haben wir ein paar Vorbereitungsarbeiten zu tätigen, mit denen starten wir jetzt. Im Vorbereitungsschritt 1 habe ich jetzt meine Kalbschnitzel hier in schöne kleine Schnetzel geschnitten. Ob ihr da Schweineschnitzel nehmt oder Kalbschnitzel, das ist an sich völlig egal. Und wir müssen uns unser Fleisch jetzt hier erstmal ein bisschen einmarinieren bzw. würzen. Und da wir ja heute eine kleine Currywurstsoße machen, nehmen wir heute mein Dutch Mahal Gewürz. Das geht ja so in die Richtung wie Curry. Also wir haben auf jeden Fall als Zutaten Curry mit dabei. Es ist Zimt mit dabei und ein paar andere feine Gewürze. Passt hier heute richtig gut. Da werden wir ein bisschen was drüber geben. Und dann wird das alles hier einmal gut vermengt. Und das war es dann hier für uns jetzt mit Vorbereitungsarbeit. Was habe ich vorher schon gemacht? Ich habe schon meine Zwiebeln klein gewürfelt und den Knoblauch klein gewürfelt. Was ich jetzt in der Zwischenzeit auch noch machen werde, ist, dass ich meine Nudeln vorkochen werde. Das kann man natürlich auch als richtige One-Pot-Variante dann später im Dutch Oven machen. Möchte ich aber nicht, denn sonst müsste ich meine schöne eingekochte Currysoße dann mit Wasser strecken und da geht dann einiges an Geschmack flöten. Deswegen werde ich die Nudeln hier vorkochen. Ja, und dann hätte ich gesagt, wir können dann auch schon gleich mit dem Brutzeln starten beziehungsweise mit dem Einkochen unserer Currywurstsoße. Und dazu gehen wir dahinter an den Dutch Oven Gastisch. Als Dutch Oven verwenden wir wieder meinen eigenen Dutch Oven bzw. den von mir und dem Barbecue Bär, unsere Sonderedition, deine Lieblingstopfer. Den gibt es aktuell zu kaufen, habe ich ja letztens vorgestellt, werde euch jetzt hier oben den Link dazu bzw. das Video dazu einfügen. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und dann werden wir uns unseren Dutch Oven erstmal einheizen. Unser Topf ist auf Temperatur, wir beginnen mit ein bisschen Öl und wir lassen hier drin die Zwiebeln. Genauso wie unseren Knoblauch erst einmal auf leichter Flamme schön glasig anschwitzen. Als nächstes geben wir jetzt unsere passierten Tomaten dazu. Das Ganze neigt jetzt dazu, dass es hart aufblubbert und die Blubbern spritzen uns noch unnötig voll. Deswegen werden wir das Ganze ein bisschen flüssiger machen. Da kommt jetzt unsere Cola ins Spiel, sorgt auch für die nötige Süße. Und da wir so eine 0,33er Dose einfach mal mit rein. Wir verrühren das Ganze. Und dann warten wir, bis das Ganze mal leicht aufköchelt. Dann werden wir hier jetzt so einen süßen Gegenspieler zu der ganzen Tomatensäure und zu dem würzigen dazugeben. Das zeichnet ja so eine richtig schöne Currywurstsoße aus. Da könnten wir jetzt im Idealfall so Zuckerrübensirup oder Honig dazugeben. Ich habe mich heute für Amarena-Kirschen entschieden. Die sind einfach schon richtig süß eingelegt und sorgen dann auch noch für den fruchtigen Geschmack. Und da werden wir jetzt einfach unsere Amarena-Kirschen hier mit dazugeben. Dann werden wir jetzt hier ein paar Spritzer Wustersoße dazugeben oder Worcestersoße. Die nennt ja jeder anders da. Ich glaube, einen offiziellen Namen gibt es dafür gar nicht. Und final werden wir dann nochmal eine ordentliche Menge von meinem Dutch Mahal mit dazugeben. Wir verrühren das alles nochmal. Und dann werden wir das alles hier jetzt mal bei leichter Flamme und geschlossenem Deckel für gute 10 Minuten, Viertelstunde schön gemütlich einköcheln lassen. Die 10 Minuten sind vorbei und wir werden jetzt hier mal den Deckel lupfen. Und so sieht das Ganze aus. Also hat schon richtig schön eingeköchelt. Natürlich muss man sagen, je länger man das Ganze jetzt hier einkochen lässt, umso besser und intensiver wird auch der Geschmack. Aber so viel Zeit haben wir heute nicht, denn wir wollen ja hier ein schönes, schnelles Geschnetzeltes machen.
Und jetzt fängt sie auch noch das Regnen an. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen erkennen kann. Deswegen drücke ich jetzt ein bisschen auf die Tube. Wir haben jetzt noch unseren Curry. Das sind gute 2 bis 3 Esslöffel, die wir hier haben. Und je nach Belieben gibt es jetzt auch noch ein bisschen Schärfe dazu. Da könnt ihr die Schärfe verwenden, wo ihr wollt. Oder in meinem Fall das Chili Gonzales mit richtig ordentlich Bums für Männer. Also wir reden hier so von guten 10.000 Scoville, was das Ganze hat. Da kommt jeder auf seine Kosten, ohne dass das Ganze dann zu extrem scharf ist, dass man gar nichts mehr schmeckt. Und auch das werden wir hier nochmal einrühren. Und seht ihr, durch das Curry kriegen wir jetzt hier auch diese schöne klassische Currywurstfarbe bzw. Currywurstsoßenfarbe. Dann machen wir mal einen fliegenden Wechsel. Ich stelle mal den Dutch Oven mit der Currysoße hier drüben auf die Flamme. Und auf diese Seite kommt jetzt der Deckel bzw. die Pfanne. Da reißen wir jetzt wieder voll auf und wir warten erstmal, bis das ganze Kondenswasser, was jetzt hier drüben sich unterm am Deckel angesammelt hat, verdampft ist und bis die Pfanne richtig schön knackig heiß ist. Dann können wir unsere Schnitzel hier drin anbraten. Und bis die Pfanne drüben heiß ist, werden wir uns derweil hier einen Pürierstab schnappen und die Kirschen und Zwiebeln hier drin zerkleinern. Und schon haben wir hier eine richtig schöne dicke Soße. Also ich denke, die ist perfekt, wenn ihr jetzt noch so einzelne Stücke habt. Das ist nicht weiter schlimm. Und dann geht es rüber zur Pfanne, denn die ist jetzt knackig heiß. Und dann können wir mit dem Brutzeln starten. Und da hört auch schon die Regentropfen, die hier richtig hart drauf verzischen. Wir geben wieder einen Schluck Öl noch mit rein. Und dann werden wir hier unsere Kalbschnitzel schön dezent anbraten. Und nach einer Minute braten werden wir hier mal alles ein bisschen wenden. Und das seht ihr, da haben wir auch schon ein paar Röstaromen drauf bekommen. Wir müssen nur aufschauen, dass wir die nicht totbraten, die Schnitzelstreifen. Oh, mit dem Dutch Mahal-Gewürz riecht es fantastisch, Freunde. So richtig schöner orientaler Geschmack, den wir hier haben. Also da muss ich jetzt mal eins probieren. Oh, und Kalbfleisch ist halt einfach eine Hausnummer vor einem anderen Stern. Tausendmal besser, wie wenn man da so ein ranziges, einfaches Schnitzelfleisch verwendet. Und dann hätte ich gesagt, so passt es. Wir werden uns jetzt unser Schnitzelfleisch hier schnappen. Erstmal drehen wir die Hitze weg. Und dann werden wir das Kalbsschnitzelfleisch hier drüben in unsere Currywurstsoße mit hineingeben. Wir stellen den Dutch Oven wieder rüber. Bevor ihr jetzt fragt, warum macht das nicht auf der Platte hier drüben, also das ist einfach nur, dass ihr hier besser reinschauen könnt. Natürlich könnt man es auch auf der Platte machen, aber das ist ein bisschen schlechter mit dem Filmen. Und dann haben wir jetzt hier final noch unsere Nudeln, die werden wir jetzt auch gleich mit dazugeben. Und dann wird das Ganze hier nochmal ein letztes Mal vermengt. Oh, und ich hätte gesagt, das sieht richtig, richtig geil aus. Und wenn das Ganze dann nochmal warm wird und so zum Blubbern anfängt, wie ihr es jetzt hier seht, dann ist das alles hier fertig. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns drüben am Tisch und wir werden das Ganze probieren. Ja, Freunde, und bevor wir hier probieren werden, werden wir hier nochmal eine ordentliche Ladung Curry mit drauf geben. Das schadet nie. Und dann hätte ich gesagt, werde ich mir hier einfach so ein kleines Probiererle schnell rausnehmen. Oh ja, Freunde, das sieht gut aus. Schaut euch mal an. Oh, geil. Ja, und dann heißt es einfach nur noch probieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit, beziehungsweise mir, weil ihr könnt ja nichts essen. Und dann rein damit. Oh yes, Freunde, das ist klasse. Also, wenn man Currywurst liebt und Currywurst kennt, dann muss man das hier definitiv mal ausprobieren. Die Sache mit dem Fleisch hier einfach mega, mega gigantisch. Also ist immer eine andere Hausnummer, als was man alles so bisher von Currywurst gekannt hat. Wenn ihr sagt, eure Lieblingsimbissbude, wo es Currywurst gibt, hier einfach mit dem Fleisch und on top mit den Nudeln als One-Pot-Variante. Hammer, hammer, geil. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr seid jetzt keine Freunde von meiner Currywurst-Soße, dann macht eure eigene und probiert es aber trotzdem mal mit diesem Fleisch aus. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Schmeckt richtig, richtig geil und ist auch definitiv für Partyanlässe ein absoluter Knaller, wenn man das denn mal praktizieren möchte. Ihr habt gesehen, das Ganze ist rasend schnell zubereitet gewesen, also es hat keine 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert und schon haben wir hier ein richtig geiles Essen. Besser geht's nicht. Ansumme würde ich jetzt vielleicht noch sagen, das ist ein bisschen zu scharf für die Allgemeinheit. Ich mag es gerne scharf, deswegen ist es für mich so okay, aber da wirklich aufschauen mit der Schärfe.
Gerade wenn ihr jetzt sagt, ihr benutzt mein Taj Mahal Gewürz, denn es ist von Haus auf schon ein bisschen schärfer. Wenn ihr da noch Chili mit rangebt, da einfach ein bisschen vorsichtig sein, weil so wie ich es jetzt habe, ist es definitiv nicht kindertauglich. Aber da könnt ihr ein bisschen abschmecken und probieren und kommt dann schnell auf den richtigen Weg. Auch die Amarena Kirschen, richtig, richtig gut. Also die haben so einen richtig geilen Touch hinterlassen, habe ich so auch noch nicht gemacht. Früher habe ich es einfach immer bloß mit normalen Kirschen oder eben mit Pflaumen oder was auch immer probiert. Finde ich klasse so, die Amarena Kirschen, richtig geil vom Geschmack her, ganz anders da wie man das kennt. Solltet ihr auch unbedingt mal ausprobieren, ja. Und so viel dann einfach mal zu meiner Meinung zu dem Ganzen und dann komme ich hier auch zum Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, gebt einen Daumen nach oben, freundlicher Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten vor meinem Kanal sein, könnt ihr das hier oben gerne nachholen. Ich bin raus, sagt danke fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns wieder, euer Mac Alistair, macht's gut. Ciao. Und für mich heißt es jetzt Schappi.